Wie schädlich sind Funkrauchmelder? Eine Frage, die wir relativ regelmäßig beantworten müssen, ist die Frage nach der Funkstrahlung von Funkrauchmeldern und der Schädlichkeit. Sicherlich bin ich kein Arzt und auch kein Strahlenwissenschaftler oder ähnliches. Strahlung in großen Mengen ist sicherlich nicht gesund. Das kann man, glaube ich, so festhalten und stehen lassen. Die Menge, mit der ein Funkrauchmelder strahlt, ist tatsächlich jedoch sehr gering. Jedes Decktelefon, jedes WLAN-Netzwerk, Bluetooth, die meisten Sachen strahlen um ein Vielfaches höher. Und ein Funkrauchmelder strahlt tatsächlich eben auch nicht die ganze Zeit. In der Regel ist es halt abhängig vom Hersteller. Es gibt Funkrauchmelder, die tatsächlich in regelmäßigen Abständen, meistens in stündlichen Abständen halt prüfen, ob alle restlichen Funkrauchmelder im Netzwerk vorhanden sind. Es gibt jedoch aber auch Hersteller, die tatsächlich eben nur dann Funksignale absetzen im Falle eines Alarms. Der Grund dafür ist eigentlich relativ einfach. Man versucht eben auch Strom zu sparen. Und wenn man halt dauerhaft senden würde, hätte man relativ schnell das Problem, dass die Batterie der Funkrauchmelder sehr schnell zur Neige gehen würde und damit halt einfach die Laufzeiten, die zum Beispiel bis zu 10 Jahre sind, nicht eingehalten werden können. Also man kann sagen, Funkrauchmelder strahlen mit einer Intensität von, sage ich jetzt mal so, 6, 7, 8 bis 10 Milliwatt, während halt eben zum Beispiel ein WLAN mit bis zu 2000 Milliwatt strahlt. Also nur um eine Dimension vielleicht deutlich zu machen, das ist tatsächlich wenig, was da an Funkstrahlung halt von einem Rauchmelder abgesondert wird. Insofern würde ich prinzipiell sagen, ist die Gefahr, die von dem Funk von Rauchmeldern ausgeht, sicherlich nicht besonders hoch, aber man sollte sich natürlich dessen bewusst sein, die Menge der Strahlung im Haus und der Wohnung macht natürlich dann am Ende die Problematik. Und wenn ich natürlich viel WLAN, viel Bluetooth, viel deckt habe, dann kann es sicherlich problematisch werden. Der Funkrauchmelder selber ist tatsächlich eigentlich eher kein Problem.